Hallo liebe Freunde der großen kleinen Bahn. Ich sitze mal wieder im Auto, das bedeutet, es gibt ein Quasselvideo. Es geht wieder mal ein Jahr zu Ende. Das ist so die Zeit, wo viele dann so eine Art Jahresrückblick machen. Einen kleinen Jahresrückblick müssen wir schon machen. Und zwar ist das Jahr, in dem ich 1000 Abonnenten bekommen habe auf meinem Kanal. Dafür möchte ich allen danken, die mich abonniert haben. Ich glaube, ich gucke da jetzt nicht so intensiv hin. Also ich glaube, es sind sogar 1100 im Moment. Und ja, da, wie gesagt, möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr auch fleißig meine Videos guckt, und die, die mich noch nicht abonniert haben, das kann man ja noch nachholen. Ja, sehr viel zum vergangenen Jahr. Schauen wir in die Zukunft. Ich habe im Moment noch mehrere Projekte. Also eigentlich habe ich ganz viele Projekte, aber manche sind angefangen, manche werden auch so schnell nicht fertig, wie das ewige Thema Wald. Also wo ich also schon im Wald rumgelaufen bin und recherchiert habe und ein Video gemacht habe und aber noch nicht so richtig weiß, wie ich das Thema unter die Leute bringe, zumal ich, es reicht ja nicht im Wald rumzurennen, man muss es ja selber auch nachgestalten und man muss es auch selber umsetzen, und dazu habe ich einfach irgendwie noch nicht so die Inspiration gehabt. Aber das kommt noch ganz bestimmt, das ist also mir so ein bisschen noch so eine Herzensangelegenheit, dass also auch Waldboden vernünftig gestaltet wird. Was ja, also wenn ich das bei den Zubehörherstellern gucke, was die da für Material anbieten, was da angeblich Waldboden oder Waldgras sein soll, das weiß ich nicht, frage ich mich, ob die schon mal im Wald waren. Oder ob Wälder anderswo anders aussehen, keine Ahnung. Es gibt mittlerweile, seitdem ich mich mit dem Thema beschäftige, allerdings durchaus Videos auch und andere Fotos, wo ich sage, also okay, da kann man das machen. Was also dann, sagen wir mal, über das, was so die Zubehörindustrie anbietet, dann doch spürbar deutlich, wie das geht. So, Piepsen muss uns jetzt nicht verwirren. Das ist der nächste fest eingebaute Blitzer. Wo stehen geblieben? Wald. Es gibt noch zwei Pläne, was jetzt die Lokvorstellung angeht. Eigentlich sollte nach der Lokvorstellung der Baureihe 71 noch die Baureihe 75 kommen. Ich habe ja gesagt, also bei dem Video Baureihe 71 habe ich ja gesagt, 75 kann ich nicht, weil ich habe ja nur eine, also ich habe die sächsische und die anderen Länderbahnen 75, die habe ich nicht. Und da hat sich also sofort jemand gemeldet aus meiner Epoche 2 Facebook-Gruppe, der sagt, ja, ich habe die alle, ich kann da Videos machen, hat die Videos auch schon gemacht, aber ich kann eben mein Video nicht machen, weil ich ja keine Anlage habe, keine eigene. Und das Fremo-Treffen in Leipzig ausgefallen ist wegen Corona. Und da wollte ich eigentlich die Aufnahmen machen, und das ist eben nichts geworden. Und da muss ich dann mal sehen, dass ich im nächsten Jahr, also das Projekt wird sich doch deutlich verschieben. Eine zweite Vorstellung, die ich so ins Auge gefasst habe, sind also Länderbahn-Schnellzuglokomotiven der Baureihe 18. Die habe ich ja mal gesammelt, da habe ich die ganze Vitrine voll, und da ist natürlich, und da die viele davon sowieso nicht fahren, wird es noch keine Fahrvideos geben, aber es sind viel mehr Maschinen, es gibt viel mehr vorzustellen und viel mehr zu erklären. Da wird wahrscheinlich auch gar keine Zeit sein, irgendeine von den Loks dann fahren zu lassen. Ja, dann gibt es immer noch ein angefangenes Video der Querbahn von Bonner über Bad Lausick nach Großbothen.
Da bin ich auch mit der Drohne unterwegs gewesen, habe ich also mit der Drohne die ehemalige Strecke bin ich abgeflogen. Also da, wo man fliegen darf, in der Nähe von irgendwelchen Bahnanlagen, darf man es ja nicht. Deshalb gibt es auch keine Luftaufnahmen, des, also von mir keine Luftaufnahmen des Bahnhofs Großboten. Ich weiß jetzt auch nicht, ob man da, was weiß ich, eine Ausnahmeregelung oder so, ob man das kriegen würde von der Bahn. Weiß ich nicht, aber ich habe auf den Behördenkram habe ich nicht wirklich Bock, muss ich sagen. Da mich da von Genehmigung zu Genehmigung und mich da mit irgendwelchen Leuten auseinanderzusetzen, die von der Behörde sind. Das ist nicht so meins. Also das kann man sich, da gibt es Google Maps und die Satellitenbilder, da kann man sich das alles angucken. Vielleicht blende ich das dann noch ein, das Video. Nach Großboden bin ich jetzt mit meinen Arbeiten noch nicht gekommen. Also das kommt noch für nächstes Jahr. Ja, dann ist ja so ein bisschen Sache Gruppenzeit, was jetzt Ausstellung angeht wegen Corona. Das wird sicher jetzt, wenn hier die Omikron-Variante vor der Tür steht, wird es sicher nicht besser werden, eher schlimmer. Da müssen wir uns mal überraschen lassen, was da so passiert. Auf jeden Fall weiterhin keine Ausstellung, denke ich mal. Also da wird es leider, sagen wir, relativ wenig zu fahren geben. Das nächste Fremer-Treffen, was im Moment geplant ist, das ist im Mai. Da ist dann wieder Bardewig. Das ist also ins Frühjahr verlegt worden. War ja sonst immer im Oktober. Da habe ich dann die Chance, dass ich dann, das hat ja vorher nicht geklappt, weil Bardewig, sagen wir mal, zeitgleich mit der, mit der Leipziger Modellbahnmesse war, also hier Modell und Hobby, wo ich ja auch immer sehr gerne filme und dann ja auch so Sachen rauspicke, die besonders bemerkenswert sind. Ich habe sie, glaube ich, gelinkt, dass mich jetzt noch einer blitzt hier. Ja, der Blitzer hat mich leider nicht vorhanden. Der Blitzer hat mich jetzt wieder als Konzept gebracht. Gut, da war ich stehen geblieben. Ja, Bardewig, das ist also früher verlegt worden. Und da gibt es die Chance, dass also dann nächstes Jahr auch wieder ein Messevideo gibt. Das ist eigentlich auch, naja, gut gelaufen, denke ich mal, auf meinem Kanal. Ich werde das dann auch wieder so machen, dass ich eben dann nicht hier, dass ich mir einfach da so ein paar Rosinen rauspicke und mich da auch nicht auf irgendwelche Hersteller verlege. Das gibt es anderswo genug, das muss ich nicht auch noch machen, sondern dass ich mir wirklich dann so ein paar spezielle Anlagen raussuche, die mir jetzt besonders gefallen, besonders gut gestaltet sind und wo man auch mal ein bisschen Werbung machen kann für den einen oder anderen Verein, der dann dort auftaucht. Ja, das ist so. Achso, ja, und dann ist jetzt, das ist ganz neu, das war so eine Idee, die ist mir jetzt irgendwie gestern oder vorgestern durch den Kopf geschossen. Da werde ich aber erstmal noch nicht so viel verraten. Das wird so ein bisschen Überraschungsvideo. Und Idee dazu habe ich von einem anderen Kanal. Da geht's, das ist die Frau vom Erdbeerkopf. Klingt ein bisschen merkwürdig jetzt vom Namen her, wer sie nicht kennt. Der Erdbeerkopf ist aber irgendwo im Harz im Berg. Ja, also die geht auch gerne wandern. Und ja, und sie hat auf ihrem Kanal blättert die immer mal gerne in irgendwelchen alten Gleisplänen von Pico aus tiefster DDR-Zeit und oder Kataloge oder so, ist alles, ja, würde ich jetzt so nicht machen, habe ich auch nicht, kann gar nicht da drin blättern. Ich habe aber ein anderes Buch gefunden, was hochinteressant ist, was vielleicht auch ein bisschen lustig wird, also
was, wo die Eisenbahn ein Teil davon ist, aber eben nicht nur. Ja, mehr kann ich jetzt nicht verraten. Das wird, also wenn alles gut läuft, wird das also so in den ersten Januarwochen wird dann dieses Video dann kommen. Also das ist jetzt schon in Arbeit, braucht ein bisschen Recherche. Und mal sehen, ich werde es einfach mal auf euch loslassen und dann schauen wir mal, wie es euch gefällt. Und weil da ist einiges an Material da. Das ist, wenn das euch gefällt, dann kann man da eine kleine Serie draus machen. Und schauen wir mal. So, das soll es erstmal jetzt vorläufig von mir gewesen sein. Ja, da gibt es so die üblichen Grüße und Wünsche gegen Jahresende. Ne? Also da läuft irgendwie so ein Typ rum. Ne? Der hat so einen langen Bart und einen roten Mantel. Mit dem lasst ihr euch reich beschenken. Ne? Als Modellbahner weiß man ja immer, also man ist ja nie irgendwie wunschlos. Ne? Und ja, lasst euch reich beschenken. Dann ist Silvester. Das wird ja für diejenigen, die nicht in Polen oder bei den Tschechen einkaufen waren, ein bisschen, naja, weniger, muss man sehen, weniger mit Knallerei. Ich stehe dem Ganzen so ein kleines bisschen kritisch gegenüber. Also ich gucke mir das auch gerne an, wenn andere da ihr Geld rauspulvern. Lebe in der glücklichen Lage, dass in meiner Umgebung, sag mal, der Anteil von Vollidioten, nennen wir es mal so, besoffenen Vollidioten, die zu Silvester mit Sprengmitteln hantieren, das ist immer so meine Beschreibung von Silvester, die gibt es bei mir in der Umgebung meines Wissens nicht. Also gut, da gehen auch Jugendliche rum, die dann schon zur Dämmerung dann ihre Knaller um sich werfen, aber ja, es ist, mir geht es da eher so voll drum, Rakete aus der Hand starten, am besten noch waagerecht zur Straße. Alles schon erlebt. Also, und was ich da so in Großstädten sehe, das ist einfach völlig. Das verstehe ich nicht. Das ist einfach. Das hat was von Krieg. Das hat was von Bürgerkrieg. Ne? Der dann mal für einen Abend mal erlaubt ist irgendwie. Also, das ist für mich, was ich nicht verstehe. Aber ich schweife schon wieder aus. Einen guten Rutsch, ne? Einen sprengfreien Rutsch und einen schönen Start ins neue Jahr und natürlich fürs neue Jahr, dass endlich mal dieser Corona-Scheiß aufhört. Ne? Gut, das haben wir jetzt noch teilweise in der Hand, aber man muss sich da wenigstens wünschen, dass man wieder normal auf Ausstellung kommt und normal sich treffen kann und sein Hobby ausüben kann und was man sonst alles noch so macht. Gesundheit, ganz wichtig. Sind wir schon wieder bei Corona, aber es gibt ja noch andere Sachen. Ne? Ja. Und das auch alles, was ihr euch vorgenommen habt für das neue Jahr, dass das auch alles von Erfolg gekrönt ist. So, in dem Sinne möchte ich mich jetzt verabschieden. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht was draus.